Herr Bergmann, Rollerfahrer von Luca Nolo und er schreibt, rette Timmy. Okay. Oh, City-Roller, Digga. Was geht ab? Birgi schön auf dem City-Roller. Business da. Wow. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Runde Happy Beards und wir legen direkt los, ich hab's euch ja letzte Folge versprochen, mit der guten alten Herr Bergmann Story. Die finden wir hoffentlich auf dieser Seite, nicht? Höh, bin ich wieder ein paar Seiten vor? Nein, es muss doch hier sein. Wo ist sie? Wo ist die Herr Bergmann Story? Da ist sie doch. Von Simon und er schreibt, Herr Berg und andere, in diesem Level müsst ihr Anna befreien. Lieben Gruß, euer Simon. So, wir schauen mal. Inwiefern Anna da in Gefahr ist. Der Herr Bergmann-Kopf sieht schon mal großartig aus. Rot ist Herr Bergmann, grün Ananas-Andi. Hahaha, ich habe Anna. Ohohoho. Ein bisschen der Weihnachtsmann-Style. Also, wer war. Oh, vielleicht, ne? Im nächsten Adventskalender, wer weiß. Mist, ich habe ihn im Wald verloren. Oh, eine Spur. Das ist aber Melon, mein Freund. Oh, was? Nein! Wo? Okay, nochmal. Durchlauf. Da hat keiner mitbekommen. Wo ist Andi entflohen? Oh, jetzt haben wir den Kopf verloren. Aber wie, wo ist Andi entflohen? Wo ist denn die Auswahl? Bei den Melonen oder was? Okay, puh, ich habe Anna ins höchste Verlies geschickt. Ins höchste Verlies, okay. Hahaha. Okay, das heißt, wir müssen jetzt natürlich an Leute... Ey, jetzt wird's richtig, jetzt brenzlig. Wir müssen jetzt... Wie? Na gut, okay. Ich hoffe, da gibt es noch eine Fortsetzung, denn ich möchte natürlich wissen, wie das oberhalb der Welt ausschaut. Wie hieß denn jetzt nochmal die Geschichte hier? Sagen wir schnell. Von, na egal. Passt schon. Wir machen weiter. Also ein schönes Level. Vielen Dank, wirklich. Ich hätte mir die Story ein bisschen komplexer gerne gewünscht. Schauen wir mal, ob die Story vielleicht komplex ist bei Herr Bergmann, Rollerfahrer von Luca Nolo. Und er schreibt, rette Timmy. Okay. Oh, City-Roller, Digga. Was geht ab? Birgi schön auf dem City-Roller. Business da. Das öffnet sich, wenn ihr Timmy wieder zu seinem Vater gebracht habt. Hallo Herr Bergmann und andere, viel Spaß beim Level. Fahr auf dem Hinterrad, okay? Ich fahre einfach mal auf dem Vorderrad. Warte mal. Ja, aber wie kann ich denn... Ah, okay. Hä? Halte ich mich denn hier richtig fest? Ich drück mal direkt, okay. Ja, aber... Digga! Wie, ein bisschen... Die Karre ist nicht so geil zu steuern hier, oder kann ich... Ah! Ah! Okay, okay. Wow! Was geht ab? Okay. Man darf sich nicht festhalten mit Leertaste, das war gerade mein Fehler. Olaf, du bist ja da! Ach so, da bist du ja. Bitte hilf mir, Timmy wurde von einer fetten Frau entführt. Kannst du ihn befreien und zu mir bringen? Oh, vielen Dank. Okay, pass auf. Wir sind Olaf. Und Olaf hat auf jeden Fall den geilsten City-Roller der Welt. Hat jetzt eine Stunde gebraucht, um herzukommen. Hier geht es zu einer Frau, die ein Kind entführt hat. Also praktisch, dass das Schild da aufgestellt wurde. Du willst zu meiner Frau? Dann musst du erst an mir vorbei. Oh Gott, wer ist der Ehemann? Wir werden es gleich erfahren. Superpower aktivieren. Okay. Oh! Andi. Was war mit dir los gerade? Oh, krasse Superpower. Ich habe das Gefühl, dass Andi so ein bisschen mutiert momentan. Tja, er wollte sich ja mit Olaf Superpower anlegen. Ach, das war unsere Superpower, okay. Mit dem Reader, mit den Rädern da rein, schwer, aber möglich. Und warte 7 Sekunden. Wo soll ich rein mit den Rädern? Ach, da vorne, okay. Und jetzt 7 Sekunden warten, okay. Okay, ich ergebe mich. Du darfst dieses Kind mitnehmen. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass Timmy da runterkommt. Komm, Timmy. Du musst dich trauen. Geil. Okay, wir haben Timmy. Und jetzt müssen wir zurück. Zurück. Okay, da ist noch Ananas Andi. Irgendwie ein bisschen, hängt noch ein bisschen in uns drin, aber kein Problem, das ist das erste Mal. Zurück. Das ist ein bisschen aufgebaut wie das Shopping-Level, das wir letztens schon mal gespielt haben. Das fand ich auch cool. Auch wenn wir jetzt hier nur sehr, sehr schleppend zurückkommen, aber ich guck mal, dass wir ein bisschen mehr Speed haben hier. Da musste man nämlich auch erst einkaufen gehen und den Einkauf dann zurück ins Häuschen bringen. Das fand ich auch irgendwie charmant gelöst. So, vielen Dank. So, komm her. Und jetzt kriege ich den Victory von dir? Ich dachte, ich soll Timmy zu dir bringen. Ach, das ist jetzt offen hier und jetzt kommt der... Oh, okay, Timmy haben wir noch. Oh, jetzt ist... okay. Na gut. Yay! Ey, cooles Level, wirklich. Das fand ich einfach schick gelöst. Schicke neue Idee. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so spektakulär war, aber ich fand's super. Von daher kriegst du von mir auch... Ich weiß gar nicht, ob du eine Schulnote wolltest. Du wolltest, glaube ich, keine. Deswegen behalte ich sie für mich. Schreib sie mir aber trotzdem auf. So. Machen wir weiter mit ArtGaming99 und Herr Bergmann, Quiz und Epic Don't Move. Jupp. Hey, Herr Bergmann und alle anderen, die dieses Boss-Level spielen. Es besteht aus einem ultra-mega-kurzen Quiz und einem faszinierenden Don't Move. Viel Spaß, Spielspaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Okay. Also,
Jo, hier ist ein kleines Quiz. Frage, wie viele Einwohner hat Deutschland insgesamt? 80 Millionen. Ja, Logo ist inzwischen aber, glaube ich, 82, ne? 82, 83, irgendwie so. Ja, lässt du uns da rein? Lässt du uns da rein? Ja, zack. Oh, okay. Wie viele Bundesländer hat Deutschland insgesamt? Das sind natürlich 16. Mit EU? Wie mit EU? Bundesländer mit Deutschland mit EU? Na komm. Ja, dann lassen wir uns gar nicht verwirren und beirren. Aber wir verlieren bei unserem Kopf. Aber ist das jetzt der Don't Move? Der Epic Don't Move? Okay. Das war vermutlich einfach nur... Ich nehme mal an, wir hätten jetzt den Victory hier bekommen. Ne? Deswegen sparen wir uns die Zeit, das nochmal zu machen. Bedanken wir uns natürlich trotzdem bei ArtGaming99 für dieses sehr schöne Level. Wirklich, vielen Dank. Der Don't Move war wirklich epic. Also double epic. Machen wir weiter mit KeksFighter0815, Herr Bergmann Pogojump. Und derjenige, dann googelt ihr das, ja. Dann kann ich es euch auch direkt erzählen. Wisst ihr, woher 0815 kommt? 0815 ist so eine Redewendung, ne, wenn irgendetwas Standard ist. Kommt daher, dass im Ersten Weltkrieg gab es ein Gewehr, ich weiß nicht, ob es ein Thompson war, 0815 hieß das. Und weil das halt so ein Standardgewehr war, das auch regelmäßige Macken hatte und sowas, haben die Leute halt immer gesagt, wenn sie irgendwo sagen wollten, oh, das ist wieder so eine Standardsuppe, haben sie gesagt 0815. Das kommt, wie gesagt, von einem Gewehr, das irgendwie die Soldaten irgendwann nicht mehr nutzen wollten, weil es irgendwie auch, ne, eben nicht so cool war. Ich sehe aber gerade hier, dass KeksFighter wohl auch 8015 heißt, deswegen, man weiß nicht, aber 0815, 8015, ist ja auch Jacke wie Hose. Fakt ist, er hat geschrieben, hi Bergmann, ich weiß, dass du Pogojumps nicht so gerne magst, aber ich würde mich freuen, wenn du das hier spielst. Es ist mein erstes Level, bitte sei nicht zu streng in der Bewertung. Okay, schauen wir mal rein. Pogojump-Level mag ich ja insofern schon, insofern sind nicht immer nach demselben Prinzip aufgebaut sind. Wir haben da jetzt schon ein paar... Alter, was ist denn hier passiert? Okay, aber wir sind noch im Spiel. Alles ist noch gut. Wir hatten ja, und das benutze ich mal ganz gerne als schöne Referenz dafür, wie ein Pogo-Level aufgebaut werden kann. Das sieht irgendwie sehr, sehr eklig gerade aus. Dieses Limbo-Level, wo wir unter die Limbo-Stangen durch mussten. Und das fand ich zum Beispiel sehr cool. Das hier fand ich aber auch völlig in Ordnung, weil es halt auch kurz war und eben anders aufgebaut, weil dieses Standardding immer höher, dann durch den kleinen Spalt und sowas. Von der KeksFighter, völlig in Ordnung, das Level. Machen wir weiter mit Herr Bergmann Palutent von Dönerpflanze. Hi Bergi, hi Palle, hi Bergi und andere. Dies ist mein 5. Level. Es ist nicht besonders schwer und eigentlich kann man gar nicht verlieren. Ich hoffe trotzdem, dass es euch mundet und sagt mir doch, ob ich mehr machen soll. Okay. Schauen wir mal. Hallo Palle. Hallo Bergi. Und andere, du machst einen kleinen Ausflug mit deinem Pogo-Stack. Okay. Hier rauf. Hier rüber. Das haben wir. Oh, alles gut. Wir sind auf der. Oh, das war natürlich ein bisschen blöd jetzt. Wir sind auf jeden Fall auf einer Garage. Auf einem Haus. Hier Jonathan Frakes. Verbinden Sie jetzt die Einzelheiten. Haben sich unsere Autoren etwas ausgedacht? Oder haben wir uns an den Schicksalen der Welt bedient. Nutze den Rauch des Schornsteins, um über den Fluss zu gelangen. Okay, also soll ich hier drauf springen? Auf die... Oh, okay. Ich würde natürlich auch gerne den Fluss sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wir halten uns jetzt mal hier an die Gesetze deines Levels. Robben hier mal kurz so ein bisschen... Oh, okay. Oh, Alter, das ist ein Fluss. Da wurden wir offenbar direkt von Piranhas zerfleischt. Anders kann ich mir nicht erklären, warum wir jetzt schon wieder unser Gesäß verloren haben. So. Heute habe ich ein bisschen. Ich tue mich ein bisschen schwer heute mit dem Pogo-Menschen hier. So. Ja. So. Aber ist ja auch. Wir sind noch ein bisschen Magic-Dude hier, ne? Wenn wir hier mit dem. Über die Wolken. Alter, Kollege, wie soll ich das denn machen? Ich mache einfach jetzt mal einen auf den. Oh, nein! Hat keiner gesehen. Okay, sollen wir überhaupt hier hin? Ich hoffe. Okay, ein kleines Picknick. Hallo, liebe Menschen. Darf ich vielleicht mitmachen und so? Okay, danke fürs Spielen. Das Video mit dem Bau des Kanals findet ihr auf dem Kanal youtube.com/user Dena-Pflanze. Okay. Also diejenigen, die es mal anschauen wollen, die können hier gerne mal raufgucken. An derselben Stelle übrigens auch nochmal der Verweis, es gab ja diese unschöne Diskussion, ob die Level von den Schattendesignern wirklich von den Schattendesignern wären. Und die haben ein super Video, ein super Zeitraffer-Video von einem Level hochgeladen, das sie für Paluten gemacht haben vom Sacred Hearts Hospital aus Scrubs. Und damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie es einfach unglaublich drauf haben. Und
Ich denke mal, dass die einfach so diese Level einheitlicher gestaltet haben, wie zum Beispiel bei mir mit Simon's Cat und trotzdem den Herr Bergmann-Referenzen und bei Palle halt mit zum Beispiel dem Frosch-LP, einfach damit es natürlich auch mehr angeklickt wird, ist ganz klar, ne? Also von daher, ich finde, dass das eigentlich außer Frage steht, dass sie es wirklich selber gebaut haben. Deswegen nochmal Grüße an euch. Ich mag, wie gesagt, eure Level super gern und würde mich freuen, wenn auch nochmal irgendwann ein neues von euch kommt. So, jetzt freuen wir uns erstmal auf Herr Bergmann Neon Episode 2 von The Roasty. Hi Bergi und andere, dies ist jetzt schon mein zweites Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Bitte bewerte in Schulnoten. Okay. Oh, was war da gerade? The End? Okay. The Roasty? Ne, wie heißt das Level jetzt? Irgendwie ist mit... Nee, oh, okay. War das gewollt? War das gewollt? Okay. Ab in den Jetfall. Whew. Oh, da müssen wir... Oh, alles gut. Alles gut. Okay, alles gut. Okay, der Glassbreak, den nehmen wir mit. Oh, nicht nochmal drauf. Zack. Und hatten wir heute überhaupt schon... Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ne, dann ist fast die Glasscheibe jetzt... Oh, ich will weg von diesem Jetfall, weil der gerade so laut ist. Aber das ist natürlich echt fies gemacht, dass ich hier eigentlich rein theoretisch für den richtigen Anlauf auf diese Platte da müsste. Aber wir müssen sowieso erstmal das hier kaputt machen. So, zack. Und das rote da oben, ist das ein Schalter? Oh! Oh, warum haben wir denn die Ärmchen verloren? Na komm, jetzt keinen Fehler machen. Jetzt keine... Keinen dummen... Oh, okay. Und nu? Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. Oh! Okay, jetzt hier durch. Habe ich überhaupt die richtige Figur? Okay, gut. Dann spiele ich nicht zu Ende. Okay. Was war da los, Rosely? Ich dachte, ich hätte zu Ende spielen sollen. Kommt da noch eine Fortsetzung? Deswegen kann ich es nicht bewerten. Es tut mir leid. Ich kann es nicht bewerten, solange ich es nicht zu Ende spielen kann. Das fand ich komisch. Kannst du ja nochmal in den Kommentaren schreiben, was da los war. Machen wir weiter mit Herr Bergmann, Leadball von Leolo und er oder sie schreibt, hallo Herr Bergmann, das ist mein 31. Level für dich. Ich weiß, ich kenne deinen Namen auch, aber ob es wirklich 31 war, weiß ich nicht. Das ist ein Horror Leadball Level. Waren 4 Stunden Arbeit, ich habe das Shape Limit erreicht, viel Spaß, okay. Oh, alles war falsch hier. Moment. So. Ah, okay. Und jetzt einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen. Oh! Ui, okay. Okay. Oh! They see me rolling! Jump! 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 Muss ich hier überhaupt irgendwas machen? Aua! Ui! Okay! Okay, ich weiß nicht, ob ich möchte gar nicht sagen, ob dass ich glaube dir einfach, dass du es gemacht hast. Und es war ein schöner Abschluss. Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Level mit den ganzen Schreien und sowas. Das freut mich, denn ich gehe jetzt ins Bett und werde hoffentlich davon träumen, dass Menschen schreien, während ich auf ihren Blöcken fahre. Keine Ahnung. Leute, ich hoffe, ihr habt hier immer ein bisschen Spaß gehabt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, dann lasst doch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns in der morgigen Folge. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann. Mm-hmm.